Das Wort hat Helmut Brandt für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, besten Dank, dass Sie mir so Gehör verschafft haben. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Im Zusammenhang mit dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Sachen Parteiverbot wies der Präsident des Verfassungsgerichtes in seiner mündlichen Urteilsbegründung die Politik auf die Möglichkeit gesetzlicher Reaktionen unterhalb eines Parteiverbotes hin. Zwar lehnten die Karlsruher Richter dann mit ihrem Urteil vom 17. Januar den auf ein Verbot der NPD gerichteten Antrag des Bundesrates als unbegründet ab. Allerdings ließ das Gericht auch keinen Zweifel daran, dass es sich bei der NPD um eine verfassungsfeindliche Partei handelt. Aber in Anerkennung der besonders hohen Hürden, die das Grundgesetz insoweit gibt, aber auch durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte noch präzisiert worden, geht jedenfalls nach Auffassung des Verfassungsgerichtes von der NPD derzeit keine Gefahr aus, diese Ziele auch umzusetzen. Dieses Ergebnis ist bei Beibehaltung der jetzigen Rechtslage unbefriedigend. Niemand kann verstehen, dass wir mit Steuermitteln als verfassungsfeindlich identifizierte Parteien auch noch unterstützen. Deshalb wollen wir diesen Anstoß, den das Bundesverfassungsgericht uns gegeben hat, gesetzgeberisch aufgreifen und als Minus gegenüber einem Parteiverbot die Rechte und Privilegien verfassungsrechtlicher Parteien einschränken. Hierzu gehören die Teilhabe an der staatlichen Teilfinanzierung nach § 18 des Parteiengesetzes, aber auch indirekte Förderungen. So sind Parteien etwa von der Pflicht zur Entrichtung von Körperschaftssteuern befreit. Private Personen, die einer Partei Zuwendungen zukommen lassen, werden einkommensteuerrechtlich günstiger gestellt. Das bedingt natürlich auch geringere Steuereinnahmen, also eine mittelbare Förderung auf diesem Wege dieser Parteien. Deshalb stellt sich mir und vielen die Frage, wie kommt unser Staat dazu, eine verfassungsfeindliche Partei, die unseren Staat, unsere Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit abschaffen will, dabei finanziell auch noch zu unterstützen. Dieser Zustand ist in meinen Augen eine Pervertierung des Sinn und Zwecks der staatlichen Parteienfinanzierung. Die Hinweise, die uns das Gericht sowohl in der mündlichen Urteilsbegründung wie auch später in der schriftlichen Urteilsbegründung gegeben hat, hat uns diese Möglichkeiten eröffnet. Und wir wollen deshalb Artikel 21 des Grundgesetzes auch verändern. Dabei ist uns bewusst, dass wir zum einen natürlich auch die Initiative des Bundesrates dabei verfolgen, auf der anderen Seite natürlich auch berücksichtigen wollen und müssen, dass Parteien nach unserem Grundgesetz eben auch eine besondere Bedeutung haben und dass es nicht so einfach ist, in dieser Weise vorzugehen. Aber die Überprüfung, die dazu führen wird, in Zukunft Parteien eben die Möglichkeit der staatlichen Finanzierung zu entziehen, muss daher auch nach unserer Auffassung, insofern unterscheiden wir uns etwas von der Initiative des Bundesrates, vom Bundesverfassungsgericht getroffen werden. Ich sagte eben schon, als Minus gegenüber dem Parteienverbot. Die Voraussetzungen für einen solchen Ausstoß sind deshalb auch ähnlich hoch wie bei einem Parteiverbot. Auch hier muss die verfassungsfeindliche Absicht einer Partei festgestellt werden. Anders allerdings als beim Parteiverbot kommt es nicht darauf an, ob die betreffende Partei auch über das Potenzial verfügt, ihre Ziele durchzusetzen. Für den Ausschluss einer Partei von der staatlichen Teilfinanzierung und steuerlichen Begünstigungen gelten damit etwas geringere Voraussetzungen als für ein Parteiverbot. Und um Kritikern ihre Argumente vorweg schon zu nehmen, haben wir natürlich das Für und Wider dieses Gesetzvorhabens abgewägt und auch die Bedenken dabei berücksichtigt. Nach meiner und nach unserer Auffassung verbindet doch letztlich alle demokratischen Parteien ein Grundkonsens, dem das Wertesystem unseres Grundgesetzes und das Bekenntnis zu unserem demokratischen Rechtsstaat zugrunde liegt.
Dies ist im Grunde genommen auch von dem Grundgesetzgeber so gewollt. Dies unterscheidet aber in einem entscheidenden Punkt eben demokratische Parteien von den extremistischen Parteien, wie es die NPD ist. Und genau deshalb sehe ich im Fall von Parteien, deren erklärtes Ziel es ist, unsere Demokratie abzuschaffen, die von uns jetzt vorgenommene und beabsichtigte Aktion unterhalb der Schwelle eines Parteiverbotes und den mit dem Ausschluss von der Parteienfinanzierung verbundenen Eingriff in die Chancengleichheit als gerechtfertigt und geboten an. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Demokratie, das wissen wir alle, muss falsche Lehren, grobe Dummheiten aushalten können. Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen und die Gleichwertigkeit von Meinungen ist das Wesensmerkmal der Demokratie. Klar ist aber ebenso, dass wir durch den Geldentzug extremistisches Gedankengut nicht ausmerzen können. Eine Streichung von Geldern kann leider weder Dummheit noch eine menschenverachtende Ideologie verhindern. Politik, aber auch die Gesellschaft stehen hier weiter in der Verantwortung, mit solchen Parteien sich auseinanderzusetzen. Eine wehrhafte Demokratie darf es aber auch nicht einfach hinnehmen, dass die Grundprinzipien der Verfassung mit ihren eigenen Mitteln untergraben werden. Und ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Ich bitte Sie alle, lassen wir mit diesem Gesetz ein deutliches Zeichen gegen extremistische Parteien setzen. Besten Dank. Vielen Dank, Helmut Brandt.